4.000 Euro sind eine Menge Geld. Davon kann man zum Beispiel den Urlaub seines Lebens genießen oder im Steam-Sale ungefähr 1.000 Spiele kaufen. Oder aber man steckt das ganze Geld in ein einziges Stück Hardware. Und das haben wir hier im Studio und dazu natürlich einen Hardware-Redakteur. Ich begrüße Nils Rettig neben mir und das sogenannte MSI 80 GTS 6QE Titan SLI Heroes of the Storm Special Edition. Geht runter wie Öl, der Name. Oh ja, wunderschön. Und er ist auch leicht irreführend, denn da sind keine Titans eingebaut. Nee, richtig. Also sie beziehen sich da bei diesem Titan im Namen nicht auf die Titan-Grafikkarten von Nvidia. Ich glaube, es soll halt nur für titanenmäßige Leistung stehen. Genau, sie tun es, weil sie es können. Und wir haben hier einen absoluten Brocken von Gaming-Notebook vor uns. Es ist schwer, es ist laut und leistungsfähig. Richtig, gut zusammengefasst. Und teuer haben wir ja auch schon gesagt. Richtig, 4.000 Euro ist natürlich schon eine Hausnummer. Dafür kriegt man zwei High-End-Desktop-PCs, würde ich sagen. Du kannst ja mal ganz kurz erklären, welche Komponenten drin verbaut sind? Das Wichtigste sind sicherlich die Grafikkarten, gerade aus Spielersicht. Du hast schon Plural, es sind zwei Grafikkarten drin. Zwei GTX 89M im SLI-Verbund, die für richtig viel Leistung sorgen. Bei den mobilen Grafikchips ist es quasi immer so, man muss im Vergleich zu den Desktop-Modellen so eine Stufe runtergehen, dann ist man ungefähr da. Also die sind ungefähr so schnell wie eine 79. Wie zwei also, 79. Dann. Genau, in dem Fall wie zwei, also eine, genau richtig, ist dann die Leistung einer GTX 79, was auch schon ordentlich ist. Als Prozessor ist es ein Skylake-CPU, Core i7-6820HK. Der hat 4 Kerne, unterstützt Hyper-Threading und ich glaube, der maximale Takt 3,6 GHz im Turbo-Modus ist auch schon recht ordentlich. Dann haben wir zwei SSDs im RAID 0-Verbund. Und zwar sind das M2-SSDs. Die sind auch sehr schnell, weil sie halt über PCI Express kommunizieren. Und dann durch RAID 0 wird es noch mal schneller. Und die unterstützen sogar NVMe. Das ist der AHCI-Nachfolger. Ich könnte mit 1000 Abkürzungen um mich werfen. Ist aber nicht so wichtig. Es sind schnelle SSDs drin, sagen wir es so. Und wahrscheinlich Arbeitsspeicher auch eine Menge. In dem Fall jetzt sogar nur 16 GB. Oh. Ja. Also die Version, die man jetzt zum Beispiel bei Geizhals und so findet, die hat 32 GB, aber das macht den Kohl. Aber das ist ohnehin alles sehr schwer fassbar. Aber wir können festhalten, dass hier wirklich High-End-Gaming-Hardware verbaut ist, wie sie sonst eher nur in den Towern von Enthusiasten verbaut ist, wo Wasserkühlung dranhängt. Und das alles wurde hier in ein Notebook-Gehäuse geklemmt, das auf den allerersten Blick bereits eigenwillig aussieht. Ja, korrekt. Das liegt natürlich größtenteils an der Tastatur. Weil wir haben keine normale Notebook-Tastatur, sondern eine mechanische Tastatur, also eine Tastatur mit mechanischen Schaltern. Die sind natürlich viel höher als bei einem normalen Notebook und brauchen mehr Platz. Ja. Und deswegen haben sie eine Delle bekommen oder eine Kuhle. Mhm, und korrekt. Das ist eine sehr eigenwillige Sache. Das sieht man in den Videoaufnahmen schon, dass es praktisch leicht bergab geht. Mhm. Und du hast es ja schon in deinem Test beschrieben, das fühlt sich komisch an. Richtig. Das eine Problem ist, dass man Handballenauflagen gerne mal gewohnt ist. Und hier quasi das Notebook hört ja auf und da fängt direkt die Tastatur an. Also beziehungsweise es ist direkt am Ende. Das ist einmal ein bisschen komisch, man ist so ein bisschen zu niedrig und man kann den Winkel halt nicht so verstellen wie bei einer normalen Tastatur. Da hast du ja hinten die Füße dran, mit der du quasi das so ein bisschen so neigen kannst. Das geht hier natürlich auch nicht ohne weiteres und dadurch ist es so ein bisschen unbequem. Aber es funktioniert schon besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also man hat einfach schon die Haptik von einer mechanischen Tastatur in einem Notebook integriert. Welche Schalter sind verbaut? In dem Fall jetzt braune Sherry-Schalter, das sind auch meine persönlichen Favoriten, weil sie taktiles Feedback bieten, relativ leise sind und nicht so einen hohen Auslösewiderstand haben. Ja, also es gibt diesen leichten, diesen fühlbaren Schnups, wenn man reindrückt und weiß man, dass die Taste gedrückt ist. Rechts davon befindet sich ein Touchpad, auch eine ungewöhnliche Position. Richtig, das ist auch ein bisschen komisch. Man ist es beim Notebook halt gewohnt, eher in der Mitte irgendwie ein bisschen den Mauszeiger zu bewegen. Das machst du hier ganz außen an der Seite. Das ist schon auch komisch, ja. Es ist gleichzeitig allerdings auch noch ein Numpad. Das ist auch ganz nett. Also wenn man hier oben die Taste drückt, dann wird das gute Stück, wenn man sie richtig drückt, zu einem Numpad. Und dann leuchtet es auch entsprechend und dann kann man das per Touchfeld quasi die Zahlen eingeben, ja. Aber natürlich das Ungewöhnlichste, abseits natürlich der großen, klobigen Bauform, ist dieser große Bereich. Die Hälfte des Unterbaus wird von praktisch einem funktionslosen Absteckung beansprucht. Da ist ein wunderschönes Art-Design drauf. Das reicht dir noch nicht. Okay.
Ja, also es ist ja die Heroes of the Storm Special Edition. Sowohl hier ist es im Heroes of the Storm Design als auch auf der Rückseite. Darunter verbirgt sich aber schon auch noch Hardware, die halt dadurch, dass die Tastatur so groß ist, hat man hier halt kaum Platz, um Hardware unterzukriegen. Und die ist dann hier nach oben gewandert. Also da sind Festplatten, beziehungsweise die eine 1 Terabyte Festplatte, die auch drin ist, ist da. Das Blu-ray-Laufwerk, da sind nochmal RAM-Slots und die SSDs sind hier quasi untergemacht. Ja. Und auf der anderen Seite dann verbirgt sich das gewaltige Kühlsystem. Mhm, richtig, genau. Da haben wir halt für die beiden Grafikeinheiten und die CPU, die liegen alle so in so einem Dreiklang nebeneinander. Und von denen aus gehen dann Heatpipes nach außen jeweils. Und ganz außen auf der Rückseite sind zwei Radiallüfter untergebracht, die quasi die ganze Kühlarbeit mit den Heatpipes zusammen dann übernehmen. Und das hört man. Oh ja, das hört man. Das ist kein Vergleich zu so einem Gaming-PC, auch wenn der leistungsfähig ist. So ein Tower mit großen, langsam drehenden Lüftern wird immer leiser sein als das, was in so einem kompakten Gehäuse gebaut ist. Deswegen wird man, wenn man zockt mit dem Teil, Folgendes hören. Ich freue mich, diese Taste drücken zu dürfen. Ja, ich glaube, man hört den Lüfter. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen näher ran, damit mein Mikro ist. Auffängt und das ist krass laut. Das ist krass laut. Ich mache es mal auch wieder ein bisschen leiser, damit man uns auch wieder versteht. Man muss jetzt schon dazu sagen, das ist schon nur unter wirklich, also schon unter Volllast, aber schon eine Last, die du beim Spielen erreichst. Die drehen sich dann die kleinen Lüfter mit so bis zu 5500 Umdrehungen pro Minute. Das ist schon sehr schnell, das hört man dann auch. Und bei anspruchsvollen Spielen, wenn halt beide Grafikeinheiten auch wirklich beansprucht werden entsprechend, dann ist es tatsächlich so laut beim Spielen. Ja. Aber was wir hiermit machen, das ist ja kein mobiles Gaming. Kann man dieses Ding überhaupt im Spielegebrauch nutzen, abseits des Stromnetzes? Nee, also ich würde jetzt sagen, wenn du den Stecker ziehst, dann macht es nicht mehr wirklich Spaß. Dann bricht die Leistung doch rapide ein. Wenn du mit Stromzufuhr spielst, kannst du sogar in 4K spielen tatsächlich. Also das funktioniert selbst bei anspruchsvolleren Spielen. Klar, jetzt bei einem GTA 5, wenn du vierfache Kantenglättung anhast und dann 4K und maximale Details, dann hatte ich noch so 30 FPS, aber da könnte man allein die vierfache Kantenglättung ausmachen und hätte dann spielbare Frameraten durchaus in 4K, also 3840 mal 2160 Pixeln. Und wenn du den Stromstecker ziehst, dann kann es teilweise schon in Full HD ein bisschen ruckelig werden. Also das ist nicht dafür gedacht, abseits der Steckdose zu spielen. Und der Strom kommt ja nicht von irgendwo her. Nee, der kommt von einem relativ kompakten Netzteil, das ich hier auch mal gerne hochhalten darf. Ja, es ist ein kleiner Klotz, richtig. Also der wiegt schon wahrscheinlich so 1,5 Kilo. Irgendwie sowas, ja. Das Notebook wiegt 4,5 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Also man ist schon mobil in dem Sinne, dass du das natürlich jetzt ein bisschen schneller und einfacher mit transportiert bekommst als ein Desktop-Gehäuse und ein Monitor und eine Tastatur. Aber es ist jetzt auch nicht so, naja, nehme ich überall hin mit und zock mal ein Ründchen. Ja. Es gibt einen sehr spezifischen Anwendungsfall für ein Notebook wie dieses. Ja, definitiv. Also es ist, also aus meiner Sicht macht es wirklich nur Sinn, das zu kaufen, wenn du wirklich regelmäßig, halbwegs regelmäßig zumindest, auch mit diesem Notebook dich von A nach B bewegst und da auch dann maximale Spielleistung an dem Ort, an Ort B haben willst. Also wenn du das nur zu Hause stehen hast, dann kannst du dir immer besser einen Desktop-PC kaufen, der viel billiger ist, der leiser ist und genauso schnell sein kann. Also es ist wirklich nur dann sinnvoll, wenn du das auch öfter mal auf Reisen mitnimmst und dann vor Ort schnell spielen möchtest mit maximaler Leistung. Für mich ist es auch nichts, aber ich finde es einfach faszinierend, was möglich ist, wie viel Leistung man in so ein Notebook-Gehäuse packen kann und es auf dem Papier immer noch ein portables Gerät bleibt. Ja. Und wie gesagt, du kannst erreichst wirklich die Leistung von einem absoluten High-End-Desktop-PC. Also es ist sogar ein Tacken schneller gewesen im SLI-Verbund jetzt mit den Karten als ein Core i7-497K und eine GTX 89 Ti, was schon so mit die obere Grenze dessen ist, was man da sinnvoll sonst noch im Desktop-Bereich kaufen kann. Und das ist schon echt respektabel. Man muss natürlich dazu sagen, man hängt so ein bisschen an diesem SLI-Verbund halt immer davon ab, dass es im Treiber passende Profile gibt. Mm. Weil wenn du halt natürlich ein Spiel hast, das manchmal kommt es ja vor, das unterstützt SLI gar nicht. Oder wenn es frisch auf dem Markt ist, gibt es noch kein Profil im Treiber. Dann hast du halt eine GPU, die dann im schlimmsten Fall gar nichts macht. Und dann ist auch entsprechend die Leistung ein bisschen niedriger als mit einer Desktop GTX 79, was immer noch hoch ist. Aber das, dann dafür 4.000 Euro auszugeben, ist natürlich ein bisschen doof.
Und dann gibt es noch so kleinere Probleme bei SLI wie die Mikroruckler. Ne? Dadurch, dass die Grafikkarten sich absprechen müssen bei der Berechnung quasi von den Bildern, kann es dazu so, obwohl man ausreichend Bilder pro Sekunde hat, zu einem ruckeligen Spielgefühl kommen. Das sind aber alles schwer greifbare Faktoren. Das kann man nicht allgemein sagen. Das kommt von Spiel zu Spiel, kommt es darauf an, wie stark das, wie wichtig das ist. Und man nimmt das auch subjektiv unterschiedlich wahr. Muss man aber auch bedenken, wenn man es kauft. Also sollte man schon im Hinterkopf haben, ja. Alles klar, dann danke ich dir für diesen Einblick und Draufblick auf ein seltsames, eigenwilliges, unglaublich teures Stück Hardware, das einfach nur existiert, weil es geht. Zum Schluss noch eine Frage. Menschen mögen Heroes of the Storm mögen und dieses Artwork richtig gut finden. Wenn ich das jetzt ganz entsetzlich, kitschig und furchtbar finde, gibt es das Modell auch in schlicht? Ja, es gibt es auch ohne Heroes of the Storm Art Design. Das freut mich, da bin ich beruhigt. Mich auch. Dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dieses Stück Hardware vorgestellt hast. Und ich hoffe, das hat unseren Zuschauern gefallen. Was für ein Notebook, oder?